Denn nun macht diesen besonderen Charme dieser Veranstaltung eigentlich aus. Ich habe mir auf der Website des Weihnachtsdorfes ein bisschen umgesehen und da schreibt eine Besucherin, ein ganzes Dorf präsentiert sich und zeigt, was man zusammen auf die Beine stellen kann. Die Betonung liegt auf zusammen. Denn das ist in dieser kurzlebigen Zeit nicht für jeden selbstverständlich. Bürger, Unternehmen, Vereine, die Feuerwehr und Vertreter der Kommunen helfen mit, das Dorf zur Weihnachtszeit in feierlichem Glanz erstrahlen zu lassen. Das ist ein Beispiel dafür, was Sie hierzulande mit Kreativität, Leidenschaft und Engagement für den Zusammenhalt einer starken Gesellschaft alles bewegen können. Und darum sind Sie zu einem der 365 ausgewählten Orte ernannt worden. Was sich hinter dieser Auszeichnung verbirgt, hat uns Frau Wiedemann bereits berichtet. Da fange ich nicht nochmal von vorne an. Ich glaube, wir halten die Zeit dann lieber etwas kürzer. Der Name der Initiative: Deutschland, Land der Idee. Dieser Name basiert auf einer Aussage vom Bundespräsidenten Horst Köhler. Ich zitiere sie gerne einmal. Deutschland, ein Land der Ideen. Das ist nach seiner Vorstellung, nach meiner Vorstellung, da es ein Zitat ist, Neugier und Experimentieren. Das ist in allen Lebensbereichen Mut, Kreativität und Lust auf Neues, ohne Altes auszugrenzen. Nun aber zu unserem heutigen Preisträger. Das Weihnachtsdorf Wanderung ist mit dieser Ehrung Teil eines Netzwerkes, das es ermöglicht, voneinander zu lernen, Impulse zu geben und zu erhalten. Liebe Frau Johansen-Riestau, lieber Herr Albertsen, ich freue mich, dass das Weihnachtsdorf die unabhängige Jury überzeugt hat und unter den 2000 Bewerbungen sich durchgesetzt hat. Und das würdigt auch unser Bundespräsident. So steht es auf einer Urkunde. Ich weiß nicht, viele können es, glaube ich, nicht erkennen. Wir haben sie hier vorne noch einmal hingestellt. Danke, Herr Roth. Jetzt konnten Sie sie sehen. Ich lese Ihnen einmal kurz vor, was darauf steht. Deutschland ist das Land der Ideen. Mit Ideen für das Land gestalten wir unsere Zukunft. Weltoffen, tolerant und mit Begeisterung. Die Initiative Deutschland, Land der Ideen verleiht dem Weihnachtsdorf Wanderung die Auszeichnung Ausgewählter Ort 2008. Diese Urkunde durfte ich ja bereits im Juni überreichen. Heute ist der Tag, an dem ich den Pokal überreichen kann. Und es macht mich stolz, Ihnen als Wanderupper diesen Pokal überreichen zu dürfen. Und ich überreiche ihn an die Frau Johansen-Riestau und an Herrn Albertsen. Ich habe das auf meine Art versucht und ein Lied gemacht für das Katharinenhospiz. Und ich wünsche mir, ich bin sonst nicht so geldgierig, dass sich viele, viele diese CD kaufen. Sie wird sehr gelobt. Da vorne ist unser Stand. Also kauft, Leute, tut Gutes und redet drüber, dass andere das auch tun. Und nun setze ich die Mütze ab und dann geht das los, dann will ich mich lustig sehen. Unten ist der Duster und der Wind so kalt. In der Stufe sind jung und alt. Doch mit Emo sieht der Guten festlich gut. Trägt die warm an, denn oh Gott, wie ruht. In alle Straßen kannst du bunte Lichter sehen. Und Mutter sagt, oh Vater, ne, wie ist das schön. Und dann lütsche Buden gibt das Punsch und Tee. Und nu will ich runter, dich da doch mal seh. Weihnachtsdorf Wanderung, für große Hüte und für Lüdecke. Weihnachtsdorf Wanderung, und überall wie das Land so wird.
überall die Nachtkränze rührt. Mitten in der deutschsteigen Tannenbaum, in der oben leuchten Kasse Wiener Strom. Kirchenglocken bimmeln durch die dunkle Nacht und von oben fällt der Schnee ganz sacht. Wiener-Stadt-Wanderung, ohne Lüge und Verwirrung. Wiener-Stadt-Wanderung, und überall Wieners Klang zu hören. Und überall Wieners Klang zu hören. Hier findest du schöne Sorten und frische Pfeberne in Dannenburg, Holt und Sacken für den Föhn. Denn fürs Plan gebraucht, dass Sie also hier ausstellen wollen? Das hatten wir schon im letzten Jahr geplant. Da haben wir schon mitgemacht und es hat so Spaß gebracht. Und wollten wir dieses Jahr wieder mitmachen. Halbes Jahr. Seit gut einem Jahr. Da sind wir mindestens ein halbes Jahr dabei gewesen. Ich habe eigentlich relativ kurzfristig geplant, weil man an mich herangetreten ist. Es ist nicht so viel für die Kinder da gewesen und da hat man mich gebeten, eben weil ich viel für die Kinder eben habe, ob ich Lust hätte, das zu machen. Wie lange haben Sie denn fürs Aufbauen gebraucht? So circa einen Dreivierteltag haben wir gebraucht. Wir haben Donnerstag um 14 Uhr angefangen und haben waren wir fertig um 18 Uhr. 7-8 Stunden. Für den Aufbau haben wir ungefähr 10 Stunden gebraucht. So ungefähr 4 Stunden. Na, maximal eine Stunde. Hat sich dann bis jetzt die Arbeit gelohnt? Ja, es bringt unheimlich viel Spaß. Es ist eine ganz tolle Stimmung. Ja. Ja, also einfach nur ja. Bis jetzt ja. Finde ich schon. Ja, das finde ich ja. Interessant, ja. Hat abgelohnt. Ja. Ja, also da sind viele gewesen zum Gucken, zum Schauen. Und eben auch ein Teil verkauft, ne? Ja, das lohnt sich immer. Haben Sie schon es geschafft, nochmal durchs Dorf zu gehen? Ja, wir haben uns getrennt und dann sehen wir, dass wir auch mal ein bisschen gucken können und was da so los ist und so. Wir sind ja nur mit zwei Menschen, ne? Ich habe es gerade und eben geschafft, da hat mich die nette Kleine von drüben kurz abgelöst, mir mal eine Bratwurst und eine Pommes zu holen. Mehr war ich noch nicht. Ja, wir hatten eine Vertretung hier. Sie haben ja mit der dritten Klasse die Weihnachtswichte entworfen. Hat das viel Zeit in Anspruch genommen? Es ist schwierig in Zeit zu messen, weil wir ungefähr eine Unterrichtsstunde das entworfen haben und dann ja noch viel Nacharbeit dran war und dann Herr Booth ja auch die weitergegeben hat. Und das kann ich so in Zeit nicht messen jetzt. Es ist schwierig, das so genau in Zeit zu beantworten. Sie stellen ja auch viel selbst her. Nimmt das denn viel Zeit auf? Das ist
ist mein Hobby, wenn ich abends sitze auf dem Sofa und ein bisschen Ruhe habe, dann stricke ich nebenbei und das ist für mich ein Hobby und das ist okay. Hatten Sie denn auch überhaupt schon Zeit, hier mal durchs Dorf zu gehen und sich alles anzugucken? Ja, das habe ich auch gemacht. Am Freitag bin ich durchs Dorf, bei der Eröffnung haben wir ja mit den Kindern zusammen gesungen und dann bin ich ja auch mit die Dorfführung gemacht von 6 bis 7. Heute war ich auch nochmal los, also ich habe Zeit gehabt, ja. Hallo, Sie haben ja extra fürs Weihnachtsdorf ein neues Lied entworfen. Wofür ist das denn zugute gegangen? Also das neue Lied ist jetzt nicht direkt fürs Weihnachtsdorf, sondern das neue Lied habe ich gemacht für das Hospiz. Und zwar für die vielen Leute, die sich ehrenamtlich im Hospiz engagieren und den Sterbenden und Kranken beiseite stehen. Und da wir ja Wanderup ja zum Hospiz ein sehr gutes Verhältnis hat, auch immer mit den Mützen und den Stollen und den Tännchen und dieses Jahr mit den Wichteln, wollte ich gerne auch was fürs Hospiz tun. Und darum habe ich so ein schönes, ich hoffe sehr schönes Lied fürs Hospiz gemacht. Können Sie mir auch sagen, wie viele CDs hergestellt wurden? Ja, ich habe jetzt inzwischen 400 Stück hergestellt, wobei die ersten leider technisch nicht so ganz einwandfrei waren, aber jetzt habe ich 200 technisch einwandfreie und es könnten gerne ein paar mehr verkauft sein. Ich habe den Preis immer weiter gesenkt und jetzt sind es eigentlich die Herstellungskosten plus Spende. Also wer was spenden möchte, der gibt dann 3 € oder manche geben auch 5 € oder runden das so ein bisschen auf. Ne? Also hätten Sie schon erwartet, dass ein bisschen mehr gespendet wird? Ja, aber das ist natürlich so, hier werden die Pyramide wird fürs Kinderhospiz verlost, es werden Weihnachtswichtel angeboten, es wird natürlich an vielen Stellen auch fürs Hospiz gesammelt, gerade eben sind die ganzen Blumen versteigert worden, da habe ich auch eine ersteigert und wenn das nachher alles zusammenkommt, denke ich, haben wir ein schönes Häufchen Geld zusammen. Ja, aber das stimmt ja, es wird ja ziemlich viel fürs Hospiz gemacht. Ja, das ist auch gut so. Ja. Das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, sowohl das Hospiz für die Erwachsenen, die ja da in einem Haus auch sind, als auch für den ambulanten Kinderdienst, wo ja die Helferinnen und Helfer ins Haus gehen. Dass die Kinder zu Hause ihren Lebensrest verbringen können mit den Eltern, mit den Geschwistern und nicht von zu Hause weggenommen werden müssen. Nicht? Und das erfordert sehr hohe medizinische Anforderungen, also werden da gestellt und das kostet sehr, sehr viel Geld. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen geschult werden, die müssen auch wieder hinterher mal so Kurse machen, wo sie selber seelisch wieder etwas zurechtgerückt werden, weil das doch ein natürlich, wie man sich denken kann, sehr bedrückender Job ist. Ne? Also eine sehr bedrückende Arbeit, kein Job, das ist falsch, der falsche Ausdruck. Aber die meisten machen das ja ehrenamtlich und die müssen dann auch gut betreut werden, damit sie selber mit der Situation klarkommen. Denn so sterbende Kinder, das ist natürlich etwas, das schüttelt man nicht ab wie der Bär das Wasser. Ne? Also hätten Sie schon erwartet, dass ein bisschen mehr gespendet wird? Ja, aber das ist natürlich so, hier werden die Pyramide wird fürs Kinderhospiz verlost, es werden Weihnachtswichtel angeboten, es wird natürlich an vielen Stellen auch fürs Hospiz gesammelt, gerade eben sind die ganzen Blumen versteigert worden, da habe ich auch eine ersteigert und wenn das nachher alles zusammenkommt, denke ich, haben wir ein schönes Häufchen Geld zusammen. Dankeschön. Ja, ich danke euch auch. War schön, dass ich das mal sagen durfte. Dankeschön. Sie sind ja mit für die Tombola hier im Weihnachtsmarkt zuständig. Wie viele Preise wurden dann insgesamt organisiert? 600 Preise. Welche Aufgaben haben Sie denn hier im Weihnachtsdorf? Also ich bin erste Landfrauenvorsitzende und dadurch auch gleichzeitig Mitarbeiterin im Organisationsteam Weihnachtsdorf Wanderup. Wie lange sind Sie denn schon im Landfrauenverein tätig? Also ich bin jetzt erst seit 6 Jahren im Landfrauenverein und seit knapp 2 Jahren bin ich jetzt erste Vorsitzende. Sie sind ja auch Organisatorin vom Weihnachtsdorf. Wie lange haben Sie geplant? Also im April haben wir angefangen mit den Planungen. Wir haben uns die ersten Monate einmal im Monat getroffen und in den letzten 6 Wochen jetzt wöchentlich. Und können Sie mir auch sagen, wie viele Aussteller dabei sind? Also wir haben 21 Aussteller allein in der Weihnachtshalle und über 140 im ganzen Ort. Hatten Sie auch schon Zeit, durchs Dorf zu gehen und sich alles mal anzuschauen? Ja, ich war gerade im Dorf unterwegs. Und zwar haben wir ein Buch in Arbeit, ein Erinnerungsbuch, Weihnachtsdorf Wanderup. Und so bin ich dann an jedem Stand gewesen, habe mir überall Unterschriften und kleine Bilder und sowas abgeholt und habe mir das richtig schön in Ruhe alles angeguckt. Und wollen Sie nachher dann auch nochmal durchs Dorf gehen? Ja, klar gehe ich nachher nochmal durchs Dorf.
so die letzte Abschlussrunde. Dankeschön, das war's. Ja, gern geschehen. Was ist fürs nächste Jahr geplant? Können Sie mir da schon was gering sagen? Wir werden sicherlich die Herausforderung annehmen und auch im nächsten Jahr wieder ein Weihnachtsdorf veranstalten, so wie die Staatssekretärin Wiedemann uns beauftragt hat. Was genau läuft und welche Highlights im nächsten Jahr stattfinden, wissen wir noch nicht. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass auch im nächsten Jahr wieder Kinderhospizdienst in Flensburg der Empfänger der zusammengebettelten Spenden sein wird. Wie finden Sie das, dass die privaten Leute sich auch am Weihnachtsdorf beteiligen? Das Engagement der Bürger des Dorfes war ja Hauptzielrichtung der Veranstaltung an sich. Wir wollten und werden auch nach wie vor darauf hinarbeiten, dass wir möglichst viele Mitbürger begeistern können, hier an der Veranstaltung teilzunehmen und sich individuell einzubringen. Denn nur durch das Miteinander aller ist diese Veranstaltung überhaupt umzusetzen. Dankeschön, das war's. Was ist denn die Haupttätigkeit eines Drechslers? Also im Prinzip geht es darum, Holz rund zu machen. Und das passiert mit einem Drechseleisen. Das Holz ist eingespannt. Und ja, die Haupttätigkeit, also meinst du, was dabei rauskommt? Zum Beispiel, also hier arbeiten wir ja mit Kindern und die machen am liebsten solche, also die meisten machen eigentlich Kerzenständer.